Hallo zu Teil 9 meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Wir haben einen Monat auf Gran Canaria im Winter verbracht und in dieser Folge geht es um unseren Ausflug von Las Palmas nach Maspalomas mit dem Bus. Ich glaube, dass Maspalomas eigentlich nur von den Stränden lebt. Wer das ausreichend findet für seinen Urlaub, ist da bestimmt gut aufgehoben. Toll sind natürlich die Dünen, das ist eine besondere Landschaft. Viel Spaß jetzt und es gibt noch weitere Teile. Jetzt machen wir eine Ausfahrt mit dem blauen Bus, dem Globo, nach Maspalomas zum Leuchtturm, zum Faro. Wir haben ab Las Palmas, Parque Catalina, im Busbahnhof die Linie Nummer 30 genommen. Von dort aus fährt er da unter der Woche jedenfalls alle 20 Minuten und kostet für zwei Personen einfache Fahrt pro Person rund 6 Euro. Hier sind wir jetzt auf dem Weg in den Süden und sind gespannt, was uns da so erwarten wird. Auf dieser Seite sieht man nochmal die Berge und das Geröll. Also die Insel ist von hier aus betrachtet recht steinig. Also da morgen der 6. Januar ist, das ist hier ein Feiertag, die drei heiligen Könige werden groß begangen mit Umzügen, jedenfalls zu Nicht-Corona-Zeiten, ist es so, dass die Menschen auch zwischen Weihnachten und diesem 6. Januar weniger arbeiten und das heißt auch, dass die mehr unterwegs sind. Wir waren also erstmal sehr lange im Stau in Las Palmas, bis wir überhaupt rauskamen aus der Stadt. Jetzt fahren wir hier durch diese Südküste, also es ist eine einzige Hotelansammlung mit Restaurants. Deutsche Metzgerei und deutscher Imbiss und dies und das. Das würde mich fix und fertig machen, wenn ich hier meinen Urlaub verbringen müsste. Also ich wüsste nicht, außer Strand gibt es ja irgendwie nichts. Einfach nur eine Ansammlung von Betten, wahrscheinlich überteuerten Supermärkten. Da ist natürlich nichts Gewachsenes. Das war ja noch in den 60ern hier wüstenähnlich. Das hat man ja erst später dann hier ganz urban ausgebaut. Und wir sind jetzt immer noch auf dem Weg durch San Agustin, dann durch Playa Inglés, jetzt nach Maspalomas und ich hoffe, jetzt kommt aber auch bald mal der Leuchtturm. Aber wir machen noch ein paar weitere Schleifen hier, glaube ich, durch irgendwelche anderen Touri-Siedlungen. Jetzt kommen wir offiziell nach Maspalomas, da war gerade das Schild. Genau. Es gibt hier wohl auch ein Jardin Botanico und natürlich Leuchtplätze, da darf ja nichts fehlen. Übrigens, im Bus sollte man sich gut festhalten, wenn man steht, weil es gibt dann doch mal auch Vollbremsung und da könnte man sehr, sehr unsanft fallen. Wir haben das erlebt, weil auch nicht überall Haltegriffe sind an den Sitzen und wenn die alle belegt sind, auch mit Menschen und Gepäck. Obwohl der Bus hier, der blaue Global, hat auch eine Möglichkeit, größeres Gepäck unten im Bauch zu verstauen, aber nicht immer öffnet der Fahrer diese Klappen und jedenfalls sollte man möglichst nicht stehen im blauen Bus bei den Überlandfahrten. Das kann schon mal wirklich schmerzhaft ausgehen, wenn dann eben gebremst wird und man stürzt. Jetzt sind wir also angekommen am Faro, am Leuchtturm. Hier sehen wir ihn im Licht. Ja, drumherum ein Park mit Palmen. Viele, viele deutsche Touristen natürlich. Und ein hässliches, duster gehaltenes Hotel, wie so ein Bunker, so schwarz. Ja, das ist ganz interessant nochmal zu sehen, wie es einmal hier aussah. Man sieht das auf diesen historischen Fotografien. Also dort ist der Leuchtturm und was man sieht hier drumherum ist nichts. Also Landschaft, Wüste, Sand, Dünen, aber bestimmt nicht diese vielen Hotelburgen. Das kam dann alles erst später dazu. So, wie gesagt, in den 60ern hat man hier das so richtig angefangen auszubauen. Man sieht hier sogar ein Kamel. Ein altes Auto, das ist ein Foto von 1935 da unten. Da drüber ist von 1968. Hier ist ein Foto von 1925. Also der Leuchtturm wurde gebaut. Also die Entscheidung fiel 1861, schließlich wurde er am 1. Februar 1890 in Betrieb genommen und er ist 54,7 Meter hoch, insgesamt 60 Meter mit Flashlight. So, das ist jetzt hier der Strand von Maspalomas. Man sieht im Hintergrund die wirklich beeindruckenden Dünen, aber noch recht weit weg. Es windet auch sehr.
Wir haben eben einen Kaffee getrunken, das ist unglaublich. Also wenn man in Las Palmas normalerweise sich aufhält und die Preise kennt. Wir waren in einem italienischen Lokal und haben für zwei Kaffee Solo, Cortado und eine kleine Selta, ein kleines Wasser, 8,14 Euro gezahlt. Ja, das nenne ich mal einen stolzen Preis. Ein mucho viento, wie man ja wie der Spanier so sagt, oder der Kanarier. Ein kurzer Aufenthalt in Maspalomas, nachdem wir dann auch gesehen haben, dass eine Eiskugel beim Italiener 3,95 Euro kosten sollte und auch am Straßenstand 2 Euro, was waren das, 10? Hier konsumieren wir nichts. Hier sieht man übrigens ausgetrocknetes Flussbett. Ganz traurig, die haben hier auch Wassernot. Windkraft.